Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 und Controller, hallo? Oh, Controller funktioniert sehr schön. Ich habe Windows und alles jetzt endlich neu installiert und es hat ewig gedauert, bis alles funktioniert hat. Und ja, jetzt sind wir endlich hier und ich kann endlich wieder zocken. Ich freue mich. Ich werde heute höchstwahrscheinlich nicht viel machen. Vielleicht noch ein bisschen Pokémon Go zocken. Also Pokémon Evoli-Dingenskirchens auf der Switch. Und ja, aber erstmal schön aufnehmen. Erstmal aufnehmen. Wie gehe ich hin? Was bist du denn? Hey, wer schießt denn da schon? Ich muss doch erstmal. Hä? Achso, okay, jetzt funktioniert's. Ich habe gerade schon Select gedrückt, aber gut. Ich kann noch ein bisschen was tragen. Ja, super. Weißt du was? Geil. Fängt man an und dann versucht ihr eine Maulwurfsratte in den Arsch zu beißen. Ach, nö. Nö, 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 nö. Ich gehe woanders lang. So, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Bei mir ist die voll laut auf den Ohren, ey. So, oh. Du bist Speziale. Du gibst mir ordentlich Blut. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Fusionszellen. Mit der Pumpgun auf zur Bank. Nice. Schöpfkelle. Also, was hast du? Laserpistole? Was? Oh. Ich kriege hier voll den geilen Scheiß. Pumpgun. Gut, ja. Ist genauso wie mein anderer. Und ich bin schon überladen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Schlagring, ja klar. Laserpistole. Ja, was ist denn los? Krieg ich hier eine fette Laserpistole? Ich habe 145 Zellen. Ah! Das ist eine coole Nummer. Das war ein guter Typ. Der gefällt mir. Ich glaube, solche muss man später jagen. Was war das? Miau! Kommt die Katze angelaufen. Nichts hilft. Rezepte hier. Zack. Okay, kann ich nicht einsammeln. Diverses? Hilfsmittel? Da war irgendwas Abwurf. Irgendwas zum Abwerfen. Also ein Abwurfmittel. Keine Ahnung, wie man das nennt. Was für eine Buchnahrungszubereitung. Achso, das war das. Okay. Ja, Scheiße. Ah, okay. Windmühle, Wasserpumpe. Ah, man musste sich also doch einziehen. Bärenschutz. Nichts hilft, Pfadfinder. Propaganda, leckeres. Ah, das kennen wir wahrscheinlich schon, ne? Ja, okay. Leuchtpilzsuppe, tut mir leid, vergib mir. Waldschatzkarte. Ich muss mir das gleich echt nochmal angucken. So, wie sieht's hier aus mit der Karte? Steht das S für Süden? Auf jeden Fall auf einem Berg. Genau, wenn wir jemals irgendwie auf dem Gebäude so ein Leuchtturm-Dingenskirchen sehen, dann sollten wir da hingehen. Apropos hingehen. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Ist jemand gesucht? Kann ich jemanden umbringen? Oh, das ist so traurig. Leute, ihr solltet viel aggressiver sein. Ihr seid viel zu passiv. Ach man, ich will Menschen jagen. Hört sich jetzt brutal an, aber ich will Menschen jagen. Oder ist das die Route? Ja, die Katzertonga. Moment, Leuchtturm. Ich möchte mal dahin gehen. Und wenn das S wirklich für Süden steht. Stufe 7, heilige Scheiße. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Patronen nehme ich immer gerne und Red X. Oh, Patronen. Ach Mann, das dämliche Gewicht nervt mich. Wieso kann ich nur so wenig tragen? Ich muss viel mehr auf Stärke gehen, glaube ich. Ah, gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine nice Waffe direkt am Anfang der Folge bekommen. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Und wir werden heute die Schatzjagd machen. Also ich will diesen Schatz finden. Ganz ehrlich. Ich werde ihn finden. Da ist der Turm.
Das muss doch um den gehen, oder? Sieht doch original aus wie der. Und das S steht vielleicht für Süden. Aber man sieht den Berg da im Hintergrund nicht. Das heißt, wenn da der Leuchtturm ist und ich bin hier im Süden, dann müssen wir hier irgendwo hin. Hier. Irgendwo. Wir gucken mal. Ich will das haben. Das war bestimmt... Ah, das ist bestimmt jetzt bei den Quests, ne? Hilfsmittel, nein, Daten, erster Kontakt. Nö. Nebenquest. Tägliches Ereignisse. Es gibt ja gar kein tägliches. Registriere dich als Freiwilliger. Die Aufseherin hat mir empfohlen, mich als Freiwilliger bei den Respondern zu melden, um eine Grundausbildung zu erhalten. Die Responder mögen vielleicht verschwinden. Okay, okay, okay. Schön. Okay, die Responder sind verschwunden, aber ich soll mich bei denen als Auszubildender melden. Klingt erstmal logisch. Also ich nehme einfach mal an, wir müssen von der Seite, weil der Berg ist ja auch nicht zu sehen. Aber wir schauen mal, also was soll's. Ja. Gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall eine Gitarre in dem Camp. Der muss da hinten irgendwo sein. Wir müssen halt Richtung Süden gucken. Und da müsste dann halt der Leuchtturm sein. Und dann sind wir da. Fliege. Da ist sie. Wir ignorieren sie. Wir sind heute auf Schatzjagd, Freunde. Wir wollen heute nichts anderes als Schätze finden. Dafür müssen wir allerdings ein ganz großes Stück laufen. Oh, guck mal, wer läuft denn da? Ich werde hier auf jeden Fall mal kurz reingehen. Ich muss nämlich ein bisschen... Achso, der kämpft. Du verlierst? Gegen Zecken? Nee, gegen Race-Kakerlaken. Ist noch schlimmer. Wie bist du denn drauf? Lass du die arme Kakerlake in Ruhe. Aber waren wir hier nicht neulich erst? Au, au! Was? Ach! Kleines Kackviech, hi! Die Sichel nehmen wir mit. Wir brauchen nämlich irgendwas, um Sachen auseinander zu bauen. Ich glaube, hier war... Ja, hier haben wir die letzte Folge aus der Beta beendet, ne? Ja. Seht ihr mal, wie gut ich mich hier schon auskenne. Gegenstände verwerten. So, was haben wir denn hier? 10mm Pistole. Der rechte Arm, die Lötlampe. Gesamten Schrott erstmal verwerten. Zack. So, die Sichel kann weg. Das Jagdgewehr behalten wir. Präzisionsgewehr definitiv auch. Eine Pumpgun kann weg. Welche denn... Oh, nehmen wir die, scheiß drauf. Andere können wir reparieren, das passt schon. Halt, du bist gut. Schlagring. Laserpistole. Wie viele Laserpistolen wir haben. So, und schon haben wir unser Gewicht verringert. Und das müssen wir halt jedes Mal machen, wenn wir etwas finden. Könnt ihr jetzt Munition herstellen, aber wir lassen es einfach mal. Also, so wild bin ich jetzt auch nicht drauf. Ich bin wild auf den Schatz. Wir wissen, was da drin ist. Ich bin bestimmt der allererste, der diesen Schatz findet. Da. Oh, der Berg ist nicht zu sehen. Hey. Oh, gib mir mein Level ab. Huh? Wo kommst du denn her? Level. Fuck. Ab. Eigentlich muss man immer alles mitnehmen. Man bräuchte so eine transportable Werkbank. Die man einfach so, keine Ahnung, aus der Tasche zieht und dann klappt die sich aus und dann kannst du machen, was du willst. Oh, das ist auch schade, dass man hier jetzt keine Mods verwenden kann. Also wahrscheinlich optische Mods wird man schon verwenden können, denke ich mal. Weil das Ganze ja lokal ist. Allerdings glaube ich nicht daran, dass man großartig was anderes als Mod reinsetzen kann. Vielleicht gibt es eines Tages Privatserver. Wer weiß.
Guck mal, die haben Spaß. Bist du ein Supermutant? Tatsache. Ja, dann ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe hier Schätze zu finden. So. Man sieht den Turm doch. Okay, man sieht ihn doch. Okay, hier muss irgendwo hier eine Zeltlandschaft sein. Responder Notfallsignal. Zelte. Vor allem sieht man hier auch den Turm gar nicht. WGRF Krafttonsignal. Oh mein Gott, was man hier nicht alles findet. Also, da ist der Turm. Da ist Süden. Süden muss ganz woanders sein. Von der anderen Seite sah es besser aus, muss ich sagen. Wir gucken uns das nochmal an. Waldschatzkarte 2. Also der Leuchtturm ist schon ein ganzes Stück weit weg, ne? Also so ist es ja nicht. Und Süden muss rechts davon sein. Wir haben momentan sehr weit links. Okay, das heißt, wir müssen mehr in die Richtung. Beanspruche die Werkstatt. Okay. Seid ihr alle böse? Seid ihr böse oder gut? Hier sind meine Sachen drin, ne? Die Meterpistole kann erstmal weg. Das kann weg. Da brauchen wir alles momentan nicht. Wir haben echt gute Sachen. So, linkes Bein. Ja, gut, das behalten wir erstmal. Ja, wir haben jetzt genug Gewicht verloren. Ja. Möchtest du 39 Kronkorken ausgeben, um diese Werkstatt zu beanspruchen? Dies könnte einen PvP-Kampf gegen Spieler zur Folge haben, die es dir wegnehmen möchten. Oh. Oh. Gehört das Ding dann mir? Ist das dann meine Butze? Ist ein bisschen strange, dass hier keiner ist. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Bauen? Ah, das gehört tatsächlich wie. Ich kann hier bauen. Ist ja cool. Hightech-Tische, Bauplan bekommen. Wow. Level up. Woo. Steine. Woo. Oh. Generator Mittel. Die Werkstatt von George Schrottplatz wurde von Zero beansprucht. Ja, nice. Kann das jetzt hier mir jemand wegnehmen? Weiß nicht, aber ich habe erstmal ein Level up. So, wollen wir jetzt auf Stärke gehen? Das ist hier die Frage. Du hast einen ungeöffneten Skill-Paket. Ja! Gib her die Chisel. Wir haben die Chance, durch Nahrungsmittel krank zu werden, ist um 30% verringert. Ja, das ist, okay, komm, wir lesen uns den Witz zuerst durch. Sagt das Brötchen zum Brot. Von dir möchte ich mir mal eine Scheibe abschneiden. Wollte... Ich konnte mir gar nicht die Karten angucken. Okay, Stärke, Perception, wer auch. Ich müsste mit Perception gehen, ne? Ja, ein Punkt Stärke, was soll's. Ja, ich würde sagen, Schrottgegenstände wiegen weniger. Ich möchte unbedingt mehr tragen. Das geht gar nicht, dass wir hier die ganze Zeit hin und her laufen müssen. So, Hundefutter hat eine dreimal so positive Wirkung. Die Chance, durch Nahrungsmittel krank zu werden, ist um 30% verringert. Du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Hunger und Durst nehmen 40% langsamer zu, wenn du dich im Camp oder einer Teamwerkstatt befindest. Deine Improwaffen verschießen 30% langsamer und die Reparatur ist günstiger. So scheiße, wenn die langsam verschießen. Deine Pistolen wiegen weniger. Und wenn deine Gesundheit unter 30 erhältst, deine Chance von 15% Schaden zu vermeiden. Na gut, dann, ja, bisher habe ich keine guten Karten, ey. Ja, cool, das Ding ist gehört mir.
Ich weiß nicht, warum das niemand gehört hat, aber ich habe eine Werkstatt. So. Dabei wollen wir eigentlich nur den Schatz finden, ne? So, Süden. Wo ist denn der... wo ist der Leuchtturm? Wo ist der Leuchtturm? Ach da. Was? Verteidige? Gegen wen? Wer will hier meinen Scheiß einnehmen? Was soll der Scheiß? Wer da was greift an? Den Stein kann ich mir gar nicht rupfen, schade. Schwarzes Titanschrott. Oh, gratis Zeug. Nehme ich gerne. Hier ist auch keine Sau. Modifizieren, reparieren. Hallo, Dude. Right away im Vorkriegsgeld. Oh, krieg ich deine Witze? Oh, Mann. Das ist ein Responder. Cool. Schade, dass du tot bist. Ja, ich würde gerne hier irgendwie was verteidigen, aber hier ist keine Sau. Was soll ich denn hier verteidigen? Ich gehe erstmal was trinken. Hilfst mir da. Oder wollen wir eine Nuka-Cola trinken? Die gibt mir ziemlich viel TP. Ist doch niemand. Gegen was soll ich das verteidigen? Ich gehe gleich weiter, ey. Das ist auf jeden Fall der Leuchtturm. Was? Greift mich Roboter an? Ich meine, was wollen die hier? Völlig unnötig. Das gab Erfahrung, das Ding hier einzunehmen, ne? Hilfe, ich steck fest! Oh, ich will doch nur den Loot. So. War es das etwa noch nicht? Ah, da kommt noch mehr. Aber gib mir dann mal... Holy shit. Augenbotz. Ich komm schon, ich verteidige mich. Vor allem, dass meine Geschütze nicht zurückschießen. Was soll denn das? Hallo, Jungs. Brauche ich nur mal kurz kaputt. Ich möchte die Quest auf jeden Fall abschließen, weil die gibt bestimmt Erfahrung. Und Erfahrung ist genau das, was wir jetzt brauchen, um voranzukommen. Alter, ist ja gut, Jungs. Ist ja gut. Oh, wie viele? Okay, Moment. Nein, ich will meine Basis hier nicht aufbauen. Meine Fresse. Gib mir mal die Pumpgun. Geronimo! Damn! Gegen was musste man nochmal schießen? Brust, glaube ich, ne? Denn hier noch? Oh Gott. Okay, habe ich jetzt verteidigt? Besiege Roboterwelle 2 von 2. Ah. Okilidokili. Dann habe ich es auch jetzt geschafft. Nice. Gib mir die Erfahrung. 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 Gegenstandsbelohnung 2 right away. Bauplan Aktenschränke. Das sammle ich doch gerne, ne? So, aber nu. Nu aber. Wegen komischen Schatz finden. Bitte.
Was war denn das jetzt? Hör ich da wieder einen Roboter? Was? Hallo? Ist jemand hier? Will mich jemand verarschen? Hä? Wodurch habe ich Schaden bekommen? Voll random! Was soll denn das? Okay, wir suchen auf jeden Fall einen Schatz. Das ist bestimmt irgendein Spieler in der Nähe, der auf mich snipert, ne? Event. Borde der Wald. Oh, ich verliere Gesundheit. Okay, wenn da ein Turm ist. Und Süden da sein muss. Dann muss ich doch mehr in die Richtung. Oder etwa nicht. Natürlich müssen wir in die Richtung. Okay, wir gehen in die Richtung. Wir haben so viel zu tun da oben rechts, Alter. Ich kann doch nicht alles auf einmal machen. Guck mal, da kann ich meine Powerstation reintun. Ich habe hier sogar ein verdammtes Haus. Wie cool. Ich frage mich, was passiert, wenn ich mich auslogge. Ob das dann alles weg ist. Oh, ich habe die Tür geknackt. Ja, schauen wir uns hier ein bisschen um. Oh. Rezepte nehme ich immer gerne. Was ist das? Ist doch nix. Gehen wir mal hoch. Aber fürs Knacken habe ich jetzt... Oh, dreieckige gefaltete Flagge. Fürs Knacken habe ich keine Erfahrung bekommen. Finde ich schon irgendwo ein bisschen kacke. Ich will mich nicht auch so... Nein, ich werde krank. Ich krieg die Seuche. Bitte nicht. Du bist nicht. Es ist eine Falle. Jo. Oh. Also, wir können auch ruhig heute ein bisschen länger machen, weil ich gestern ja nichts machen konnte. Weil ich Windows neu gemacht habe. Also, alles ist gut. Wir haben hier Zeit. Man kriegt keine Erfahrung fürs Knacken. Uncool. Richtig, richtig uncool. Okay. Wenn. Da, Süden. Da. Hier irgendwie, oder? Also, je weiter ich nach links gehe, umso weiter wandert doch Süden, ja. Ich muss nach rechts. Ich muss in diese Richtung. Das ist ja schräg. Also muss das doch... Muss das hier irgendwo sein? Ja. Nein, nein, ich... Oh, scheiß auf deinen Vater. Okay, es könnte von Berg zu Berg sein, ne? Es könnte auf dem Berg sein. Es würde auch mit dem Süden passen. Hier ist auch ein hübscher Weg. Wir folgen mal dem Weg. Vielleicht kommen wir dann zur Schatzkarte. Ich hoffe, dass ich das heute noch schaffe. Ich hoffe, es sind ständig. Und ist da oben eine fette Todeskralle oder so. Wieso ändert sich ständig die Farbe? Oder liegt das, weil ich meine Waffe weglege? Wird es dann freundlicher, wenn ich meine Waffe weglege? Ist das so? Hey. Bin ich blöd? Ändert sich ständig die Farbe oder bin ich blöd? Hat nichts mit der Waffe zu tun, okay. Wollte ich nur sicherstellen. Ich sehe ein Zelt. Habt ihr auch Gitarren? Leute, könnt ihr Gitarre spielen? Ich kann es euch gerne beibringen. Was? Ach, da. Fast wieder ein Level-Up. Geil. Okay. Nee, das ist kein Zelt. Das ist ein verdammtes Flugzeug, was abgestürzt ist. Oh. Und schon wieder ein Soldat diesmal. Die sehen alle noch so frisch aus. Das ist so cool. Okay, leider kein Zelt. Hm. Aber wir können schlussendlich ja auch nicht den Turm sehen. Das muss hier sein. Guckt euch da. Wenn da der Turm ist und Süden rechts ist. Das würde halt perfekt passen, dass hier irgendwo ein Zelt rumsteht. Oh, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube nicht, dass es hier ein Zelt gibt. Der Turm ist da unten, ne? Ja, wir sehen ihn von hier. So würde das nichts. Aber das mit dem Süden würde halt funktionieren.
Wenn wir mal auf die Karte gucken, ne? Das Problem ist, wir haben halt auch keine Sicht. Eigentlich muss es hier auf der Seite sein. Lager der Aufseherin. Weißt du was, sieben Kronkorken? Hier bitte. Lager der Aufseherin. Ist da der Schatz? Ich glaube, da war eine Gitarre, ne? Ich bin mir fast. Ich bin mir zu 2% sicher, dass hier eine Gitarre ist. Ja, guck mal, jetzt sich jemand aufgebaut. Ja, die Aufseherin. Was? Stell ein Rüstungsteil her, stell eine Waffe her. Nee. Ich sehe hier nicht mal ein verdammtes Zelt. Aber weißt du was hier? Transfer. Ja, geil. Also. Oh, hi. Weißt du, es passt irgendwie alles nicht, ne? Es passt irgendwie alles nicht. So. Panzerbrechendes Jagdgewehr. Nice. Danke. Wir hatten doch hier irgendwo mal ein Zelt gesehen. Ich bin mir fast sicher, dass hier irgendwas sein muss. Kann ich eigentlich zu meiner neuen Siedlung einfach so reisen? Ja, tatsächlich. Kann ich auch hier unten hinreisen? Nein. Ich könnte das Ding einnehmen, oder? Nein, theoretisch gesehen. Und du weg von meinem Zuhause. Ich meine, rein vom Optischen her. Ignorieren wir einfach mal, dass es Süden ist. Dass dieses S für Süden steht. Oder vielleicht. Ja, immer mit die Ruhe. Immer mit die Ruhe, Hund. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ich bin auf Schatzjagd. Hast du selber Schuld, dass du jetzt keinen Kopf mehr hast. Also rein vom Optischen her haben wir ein. Wir haben einen Weg gesehen, ne? Und der einzige Weg, flache Weg, ist da und ich glaube da. Kann doch nicht so schwer sein, so einen komischen Schatz zu finden. Was ist denn los hier? Oh, gib mir mal das Pilzchen. Oh nein, ich bin wieder hier. Oh mein Gott, ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Was schießt denn da? Oh, guck mal, die Roboter, die haben Spaß. Also der flache Weg ist definitiv auf der anderen Seite. Oh, ich hasse dieses Loch. Aber auf dem Berg ist es auf jeden Fall nicht. Hier ist es wahrscheinlich auch nicht. Ist hier eine Mine? Red Hirschkuh her. Viel Spaß, Kleiner. Ich lass dich mal in Ruhe. Hier ist irgendwie eine Mine, aber da wollen wir ja jetzt nicht hin. Es geht hier einzig und allein diesen komischen Schatz zu finden. Und wenn ich wirklich nach der Perspektive gehe, ne? Weil die Red Hirschkuh ist immer noch. Die ist in mir drinne. Ist in mich reingebrannt worden. Also rein von der Perspektive her. Du betrittst ein Eventgebiet? Nein, tue ich nicht. Kein Event machen. Ich meine, es würde mir Erfahrung geben, ja, aber ich glaube, der Bote haben wir zum Teil schon gemacht. Also das letzte Stück zumindest. Und ich habe Hunger. Okay. Hundefutter in Dosen, gegrillte Red Kakerlake. So, das passt doch. Rein vom Optischen her. Muss es da hinten sein? Ja, ist mir egal. Bin hier wegen einem Schatz, okay? Kann jederzeit zurückkehren, das weiß ich. Okay, hier ist der Weg. Maulwurfsratte, lass mich einfach einmal in Ruhe. Ich habe wichtige Dinge zu tun. Okay, wir haben hier den Weg. Den haben wir jetzt gefunden. Der ist so ein bisschen schräg angewinkelt. Und wenn das wirklich Süden darstellen soll,
Dann muss das... Exaktum... Ich hab gesagt, lass mich in Ruhe! Muss das Exaktum Mundo hier irgendwo sein. Jetzt verfolgt mich das komische Ding. Hier in der Hause, Kleiner. Wir müssen hier irgendwo eine Zelt stattfinden, oder? Zumindest ein Zelt. Wenn da jetzt noch eine Gitarre wäre... Wenn da jetzt noch eine Gitarre wäre, wäre schön. Ich habe gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Hat er das getan? Nein. Ich sehe von hier aus den Turm nicht mehr. Das ist der Türmchen. Da ist auch ein scheiß Gebäude in der Nähe. Das muss hier einfach sein. Das muss. Es geht nicht anders. Ich habe hier 100%ig den richtigen Weg gefunden. Aber 100 Pro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nirgendwo ein Zelt ist. Mein. Ich sehe das Rotzding nicht. Ich meine, es muss ja nicht 1:1 sein, ne? Also. Ernsthaft? Jetzt vermehren die sich die auch noch, die Dinger. Ja, hier steht ein Haus, aber kein Zelt. Aber ich bin mir sicher, wir haben auf jeden Fall den richtigen Winkel. Es fehlt halt wirklich nur noch der Rest. Aber ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, wo der ist. Hört auf mich zu verfolgen, Jungs. Hört einfach auf. Oh. Ihr seid Level 1, Mann. Ihr seid die Munition nicht wert, die ich auf euch verschieße. Ich weiß, ich könnte einfach meine Waffe wechseln, aber ich tue es nicht. Aus Protest. Außerdem kriege ich jetzt 10 Erfahrung. Nö. Nee. Nö, Leute, also... Pff. Was meint ihr? Bin ich hier vage, richtig? Ich meine... Das passt alles mit dem Weg und allem. Aber hier ist kein Zelt. Hier ist einfach kein Zelt. Oh, guck mal, wer steht denn da? Ich kann hier auch keine Tippis oder so erkennen, ne? Also rein vom Blickwinkel könnte das hier auch sein. Ich bezweifle stark, dass ich von da aus irgendwie den Leuchtturm sehen kann. Aber im Endeffekt ist das bestimmt der falsche. Obwohl, das passt einfach alles. Es passt. Kannst du mir nicht erzählen? Oder gibt es hier noch einen anderen Leuchtturm? Da, nee. Es sieht nicht so aus, als wären da Bäume. Das ist es, glaube ich, auch nicht. Ich sehe keinen anderen Turm. Gesucht. Ist mir leider ein zu langer Weg. Weißt du was? Leute, wir machen das heute noch. Wir jagen heute noch jemanden. Komm, was soll's. Vielleicht werde ich offscreen ein bisschen suchen. Ich weiß es nicht. Oder wir können den zusammenfinden. Gebt mir Tipps, Leute. Gebt mir eure Tipps. Wo könnte der Schissel sein? Oh, ein Superbutant hängt da rum. Guck mal, wie die sich freuen. Ich gehe nochmal... Aber von hier aus sehe ich absolut rein gar nichts davon. Keine Zelte, kein gar nichts. Naja, was soll's.
Ich bin mir absolut sicher, dass wir in der richtigen Richtung waren, nur das Zelt nicht gefunden haben. Ich hoffe, jemand anderes erschießt die nicht. Es ist wirklich ein weiter Weg. Und ich weiß nicht, ob ich das rechtzeitig dahin schaffe. Glühwürmchen. Sorry. Es ist... Der Wind hat mein Loot geklaut. Unglaublich. Ich weiß nicht, ich glaube, dass da hinten in der Ecke die Gegner ein bisschen stark sind. Ich meine, der ist 24, ich bin 6, ich weiß es nicht. Es ist so, als wenn ich einen Vierjährigen zusammenschlagen würde. Also an seiner Stelle. Wo bin ich? Ja. Okay, ich würde sagen, wir packen mal die Sniper aus. Waffen. Präzisionsgewehr. Gut. Ansatzweise. Aber egal, 45 Schaden, das zeckt schon ordentlich. Und wenn ich ihn hinterrücks erwische, ohne dass er mich sieht, dann goodbye. Und so 24er kaputt zu hauen, das gibt bestimmt ordentlich Knie. Obwohl, ja gut, so viele Kronkorken gab es ja nicht. Aber es gibt bestimmt ordentlich Erfahrung. Stimmt. Ich hoffe es. Dann sehen wir wenigstens ein bisschen was von der Map, von der gefährlichen Seite. Also es kann gut sein, dass wir gleich einer Kackbratze oder so begegnen. Oder einen der neuen Gegnern. Die wir absolut noch gar nicht gesehen haben, oder? Na, guck mal. Du bist nicht zufällig das Zelt mit der Gitarre. Miguel, ich habe es Ihnen doch gesagt. Kochen Sie in der Nähe kein Chili. Es riecht einfach zu gut. Zurück zur Schule, Quest begonnen. Okay, cool. Aber wir haben keine Zeit. Wir kommen hier zurück. Bald. Erst wird gejagt, Freunde. Erst wird gejagt. Entdecke die Toxic Valley Region. Okay, neue Region, Freunde. Jetzt geht's los. Wir müssen den Gegnern hier ausweichen, um den Typen kaputt zu machen. Wenn wir sterben, ist übrigens die Folge vorbei. Da hinten wird schon fleißig geschossen. Ich glaube, das ist er. Ne, das ist der hier. Metzen. Ja, er gibt 10 Kronkorken. Hey. Es geht mir nur darum, ihn fertig zu machen. Es geht mir gar nicht darum, irgendwas zu erreichen. Ich will ihn einfach nur fertig machen. Was ist denn hier los? Ein leuchtender Canyon? Warum leuchtet das? Was ist das? Warum ist das hier so hell? Ich will ehrlich gesagt nicht ins Wasser fallen, aber... Ist das Säure oder so? Ist das ein Bug? Ich habe keine Ahnung, warum das hier so hell ist. Hä? Ist das fluoreszierendes Wasser? Radioaktives Wasser. Okay. Erklärt so einiges. Außer das Leuchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Radioaktivität so ein Leuchten verursacht. Also für so ein Leuchten braucht man echt schon richtig viel Energie. Und ich meine, dieses Wasser ist keine Sonne. Rein theoretisch müsste es kochend heiß sein. So. Wie kommen wir darüber? Außer natürlich einfach rübergehen. Ich muss darüber gehen. Komm, machen wir einen auf YOLO. YOLO! Okay, alles gut. Hab's überlebt. Heute mit extra langer Folge. Nur für euch. Ich weiß nicht, ob ich einen Zump dafür schon hinkriege. Weil ich muss meine ganzen Programme noch installieren. Ich habe noch nicht alles so hundertprozentig fertig. Weil das ist nämlich der lästigste Teil. Photoshop und Adobe. Beziehungsweise Photoshop und Premiere zu installieren, ist schon eine sehr nervige Sache, weil es so lange dauert und hier und da und dann alles importieren und. Aber vielleicht mache ich das noch, vielleicht. Mal gucken. Das hört sich hier gar nicht gut an.
darf hier vor allem noch gar nicht sein. Also vom Level her. Ich fühle mich gerade ein bisschen wehrlos, muss ich sagen. Ach du Scheiße, hier ist ja alles voll mit diesem Zeug. Spawner Notfallsignal. So, und der Kollege muss da hinten irgendwo sein, oder? Oh. Na gut. Steigen wir mal ab. Ich meine, der kann jederzeit auf die Karte gucken. Sich währenddessen verstecken und sich dann Kicks freuen. Ausloggen kann er sich nicht, das weiß ich, weil er ein paar Sekunden braucht, bis er rausgeht. Diese Geräusche überall. Und sieht das cool aus? Hier ist auf jeden Fall irgendwas explodiert. Und wir müssen uns von den leuchtenden Orten fernhalten, nehme ich an. Ich glaube, leuchtende Orte sind nicht so cool. Wo geht denn der hin? Hat er da seine Basis? Ich hoffe, der kämpft gerade irgendwie gegen den Super Saiyan oder so. Guck mal, da leuchtet alles. Ich will da jetzt nicht unbedingt reingehen, aber das sieht schön aus. Wollen wir da bauen? Das wär's doch. Genau da bauen. Ich glaube, tagsüber sieht man das gar nicht, diese ganze Radioaktivität. Kann das sein? Ich bin froh, dass wir nachts hier sind. Und ein bisschen Radioaktivität mit nach Hause nehmen. Von daher. Oh Gott. Das ist ein Eichhörnchen. Wow. Tolle Sniper. Ein Eichhörnchen, ja. Eichhörnchenbissen. Das gute alte Eichhörnchenbissen. Oh Scheiße, ich darf doch gar nicht schießen. Oh oh. Da wird geschossen. Ist er hier? Nein. Ist hier jemand anderes? Ja, der hier. Sind das Todeskrallen? Die Angler. Ach du Scheiße. Angler kenne ich noch von irgendeinem Fallout. Die gab's schon mal. Wir schleichen uns hier einfach vorbei, ne? Auf welchem Level sind die? Ach, 15. Geht ja noch. Weiß nicht, mit wem sie sich prügeln. Ach so, mit den Supermutanten. Okay. Supermutant, lenk sie bitte für mich ab. Macht er die fertig? Die kämpfen gegeneinander. Junger Snalligaster. Okay. Warum nicht? Eichhörnchen. Oh, wie süß. Quietsch, quietsch, quietsch. Wo bin ich? Okay, okay, okay. Ich weiß. Kann man mich sehen, wenn ich vielleicht crouche? Kann man mich dann auf der Karte sehen? Ich weiß es gar nicht. Okay, hoffen wir mal, dass er nicht auf die Karte guckt. Ich muss leise sein. Hoffen wir, dass er nicht auf die Karte guckt. Ich hab's ganz vergessen. Ist ganz ruhig. Ob ich es wieder schaffe, ihn zu überraschen? Ich meine, er ist 24, Leute. 24. Es ist schon eine harte Nummer, ne? Ich könnte dabei draufgehen. Was ist denn das? Eine Raumstation. Puh, sieht das cool aus. Okay, wir sind ganz nah. Wo bist du, Kleiner? Wo bist du? Durch. Ist denn der?
Bitte krepieren. Hat er sich ausgelockt? Egal, ich habe die 24 Kronkorken bekommen. Die kleine Potsau. Ah. Oh. Und ich wundere mich, dass er da rumsitzt. Und ich wundere mich, dass er da rumsitzt. Ach Gott. Diese kleine Pussy. Ich glaub's ja nicht. Alter. Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben den Pussy, Mode bei ihm entdeckt. Ich bin halb tot von der Radioaktivität, bin irgendwo im Niemalsland gelandet und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.